Lichterloh, Lichterloh, herzlich willkommen zu unserer Sendung Lichterloh aus Indien, mitten von unserer Terrasse runter, weil wir euch einfach zeigen möchten, was der Herr weiter Großes getan hat. Ich hoffe, ihr habt unsere letzte Sendung gesehen, habt ihr unser Wundertier gesehen, unser Wonder, unseren kleinen Büffel, den der Herr auf absolut wundersame Art und Weise innerhalb von weniger als 3 Monaten geschaffen hat. Wir haben alle Papiere, wir haben alle Beweise, es ist ein absolutes Wunder. Der Teufel hat uns eine junge Büffeldame gestohlen im August. Und dann haben wir gebetet darüber und Ende Oktober, am 25. Oktober, haben wir ein Baby bekommen, was eigentlich erst 7 Monate später hätte geboren werden sollen. Es ist ein ganz, ganz dickes Wunder. Schaut euch diese Lichterloh-Sendung an. Das Amos-Wunder. Warum Amos-Wunder? Weil im Buch Amos darüber geschrieben ist, dass die Zeit kommen wird, wo die Schnitter, die Erntearbeiter, die Säleute erreichen, im Spanischen heißt es sogar überholen, Halleluja, also bevor gesät wird, kann sogar geerntet werden. Das ist in der Endzeit, wenn es dann wirklich die Zeit verkürzt wird, Jesus hat ja gesagt, ne? Wenn die Zeit, die Tage nicht verkürzt würden, dann könnte keiner überleben und wir kommen langsam wirklich in diese Tage, wenn man sich umschaut auf der Welt. Ach, preis dem Herrn, dass wir beten können, Halleluja. Preis dem Herrn, dass auch ab und zu mal Gerechtigkeit geschieht, Halleluja. Und preis dem Herrn, dass wir Gerechtigkeit schaffen können und dürfen. Amen. Wir sind gesandt auf diese Erde als Salz. Und das Salz preserves, das Salz bewahrt, das Salz reinigt, Halleluja. Wenn man irgendeine Infektion hat, wenn man irgendetwas hat, was man länger aufbewahren möchte, tut man Salz rein. Genau dazu bist du auf dieser Erde, dass diese Erde noch eine Weile bestehen kann und dass das Böse noch eine Weile lang runden gehalten wird, gereinigt wird, Halleluja, damit das Gute wachsen kann. Amen. Dazu bist du auf dieser Erde. Ja, Halleluja. Und wir wollen das Gute wachsen lassen. Und dazu sind wir hier in Bundi, in unserem Center of Healing for All Nations, also in unserem Zentrum der Heilung für alle Nationen. Danke, Jesus. Und es ist ein solcher Riesensegen, einfach hier leben und arbeiten und Gott und den Menschen dienen zu dürfen. Es ist ein solcher Segen. Ich danke dem Herrn jeden Tag. Ihr wisst ein bisschen von meinem Leben, es war am Anfang nicht einfach, hierher zu heiraten und hier in diese vollkommen andere Kultur reinzukommen. Aber wirklich, der Herr hat einfach sich treu erwiesen. Weißt du, ich bin Schritt für Schritt mit ihm gegangen und habe Schritt für Schritt einfach versucht, das zu tun, was er mir gesagt hat. Und wow, der Segen multipliziert sich ständig weiter in alle möglichen Leute. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade im Moment eine Frauenschule hier unten, es sind diesmal 440 Frauen, davon sind 98 Pastorinnen oder Pastorenfrauen. Es ist der absolute Hammer und die sind sowas von hungrig nach Gott. Jeden Morgen früh um 5 kommt 1 Stunde Sprachengebet, damit fängt es an. Vor 4 Uhr sind einige schon hier bei uns in unseren Toiletten, um zu duschen. Jetzt ist es für indische Verhältnisse schon ganz fürchterlich kalt geworden. Ihr seht, ich schwitze zwar immer noch, aber für indische Verhältnisse ist es inzwischen so kalt, dass es ganz, ganz schwierig ist für sie zu duschen mit dem kalten Wasser. Ihr seht hier hinten im Hintergrund ein Stückchen weit die Toiletten, dieses zweistöckige weiße Teil mit den schwarzen Tanks oben drauf. Das sind unsere zweistöckigen Toiletten und die haben immerhin schwarze Tanks, sodass am Tag, wenn die Sonne drauf knallt, das Wasser ein bisschen aufgewärmt wird. Aber trotzdem, wenn du früh um 4 kommst und duschen willst, ist es nicht einfach. Aber die nehmen das alles auf sich mit Begeisterung. Warum? Weil sie Honeymoon mit Jesus haben wollen, weil sie mit Jesus leben wollen, weil sie für Jesus besser ausgebildet werden wollen. Und sie tun es mit einer Begeisterung. Also es ist eine solche Freude, eine solche Gegenwart da. Es ist für mich sehr schwierig, da reinzukommen, weil sie wollen mich immer alle umarmen. Die wollen mich alle küssen und umarmen. Ich komme dann da raus und bin voller Lippenstift in alle Richtungen. Mein Mann fragt dann immer, wer hat Ihnen denn allen erlaubt, dich zu küssen? Aber es ist wirklich erstaunlich. Also ich habe mich inzwischen so weit akklimatisiert, dass die Läuse mich nicht mehr mögen. Preis dem Herrn. Weil früher ist es so gewesen, wenn irgendwo in weitem Umkreis irgendwo eine Laus war, hat die mich garantiert gefunden. Aber jetzt nicht mehr. Damals, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mal so sehr gelacht, wie ich morgens aufgewacht bin. Meine erste SMS an die Suda, an unsere zweite Leiterin, meine Sekretärin hier, meine erste SMS lautete: Suda, schnell, du musst die Frauen entlausen. Die haben schon wieder angefangen, mich zu küssen.
meine, in der Zeit habe ich ständig alle möglichen Läuse bekommen. Aber diesmal habe ich mich so gut akklimatisiert, dass die gar nicht mehr groß interessiert sind an mir. Gott ist gut. Halleluja. Gott ist gut. Wenn du hineingehst in das, was der Herr für dich geplant hat, in das, was der Herr für dich geschaffen hat, dann wird Gott sich um alle Dinge kümmern. Weißt du, es ist richtig so, du musst dir einen Lebensraum schaffen und erkämpfen. Du musst da, wo du bist, den Garten Eden deklarieren und aufbauen. Ich werde euch nachher ein bisschen meine Pflanzen hier zeigen, wie das hier ausschaut. Vor 2 Jahren haben wir einen Zyklon gehabt, der uns ein Dach abgedeckt hat. Jetzt gerade vor 2, 3 Tagen ist ein solches Teil wieder bei uns ganz in der Nähe vorbeigekommen mit Stürmen von 130 Stundenkilometern. Halleluja. Diesmal hat es uns verschont, preis dem Herrn. Aber damals war es eben so, dass bei mir einiges abgeratzt worden ist hier. Das Wenige, was ich damals hatte, hat der Sturm kaputt gemacht. Und ich habe gesagt, so Teufel, 7-fach. Amen. Und ja, ich werde euch zeigen, wie mein 7-fach jetzt heute hier ausschaut. Gott ist gut. Ich will euch einfach, weißt du, mein Leben ist dazu da. Einfach aus einem einzigen Grund. Weißt du, wozu ich lebe? Ich lebe dazu, die Herrlichkeit Gottes zu widerspiegeln. Ich lebe dazu, Menschen zu zeigen, dass Gott treu ist, dass Gott gut ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott wahrhaftig ist, dass Gott lebt zuallererst mal. Ich habe so oft mit Ungläubigen geredet. In jedem Flug, den ich hatte, habe ich immer Leute evangelisiert, habe ich immer mit Leuten geredet. Ne? Und viele von den Ungläubigen haben mir gesagt, sie müssen unbedingt ein Buch schreiben. Sie müssen ein Buch schreiben. Also was sie alles mit Gott erleben, das gibt es ja gar nicht. Das müssen sie in Büchern schreiben. Ungläubige. Ist dein Leben auch so, dass die Leute dir sagen, an deinem Leben muss man erkennen, dass es einen Gott gibt? Ist dein Leben so? Dein Leben muss so sein. Bitte, leb dafür, dass Menschen erkennen, dass Jesus lebt. Dass Menschen erkennen, dass Jesus der Lebendige, der auferstandene Gott ist. Halleluja. Dass Menschen erkennen, dass Gott gut ist, dass Gott treu ist. Amen. Ja, und was jetzt hier gerade hinter uns abgeht, das ist was ganz Interessantes. Und zwar, hinter uns wird gerade eben gebaut. Ihr seht, was gerade hinter uns alles Wunderhübsches gebaut wird. Halleluja. Sie sind jetzt gerade dabei. Lauter interessante Ideen. Gestern hatte ich einen leichten Clash mit unseren Leutchen hier. Da kamen sie doch zu mir mit einem Plan, den sie geändert haben und haben mir erzählt, ja, du hast zwar damals deine Unterschrift gegeben, aber wir hatten jetzt eine bessere Idee. Halleluja, ich habe gesagt, ja, wozu habe ich meine Unterschrift gegeben? Und einer hat sich dann falsch ausgedrückt. Wir haben halt auch immer die Sprachprobleme, ne? Die sind halt alle gechallenged hier, dass sie mit mir halt Englisch reden müssen. Und viele von denen haben halt gar nicht Englisch gelernt gehabt eigentlich. Also wir haben Wunder über Wunder. Die schreiben mir dann manchmal und da habe ich immer schön was zu lachen über das Englisch, was sie versuchen zu schreiben. Ich kriege dann zwar meistens raus, was sie gemeint haben, aber ach, wir haben hier einfach ständig Sachen zu lachen. Ja, und sie haben halt versucht, mir dann zu erklären, was sie für eine bessere Idee gehabt haben. Und die Idee war halt dann doch nicht so ganz besser, weil ich habe sie dann auf einigen Punkten festgenagelt. Und dann hat sich herausgestellt, dass halt ich mal wieder recht hatte. Ne? Warum? Weil ich vom Heiligen Geist geleitet bin. Ich habe das Bauchgefühl, nee, da stimmt was dran nicht. Nee, das ist nicht okay. Und nein, das darf nicht so geändert werden. Und siehe da, wir haben jetzt genau eine perfekte Lösung gefunden, alle zusammen. Es ist so lustig, wie der Herr mich in diese Männerwelt gestellt hat. Wie ich immer wieder als einzige Frau da mitten in dieser ganzen Männerwelt bin. Und wie ich diese Männerwelt immer wieder herausfordere. Und mein Mann sagt mir jetzt inzwischen auch, ohne überhaupt nur zu wissen, worum es geht, hört auf Benita. Hört auf Benita. Warum? Weil sie vom Heiligen Geist geleitet ist. Und dann stellt sich immer raus, dass ich unter mehreren Ingenieuren dann doch recht hatte. Ist es nicht heiß? Je mehr du dein Leben dem Herrn hingibst, was hat David damals schon gesagt? Ich bin weiser als alle meine Lehrer. Warum bin ich weiser als alle meine Lehrer? Weil ich den Schöpfer in mir wohnen habe. Damals konnte David nur sagen, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ich habe ihn alle Zeit vor meine Augen gesetzt. Deshalb wanke ich nicht. Siehst du, David hat damals den Herrn außerhalb sehen müssen. Du hast damals Jesus in dir drin. Hoffe ich doch wohl mal, oder? Ich hoffe doch mal sehr, dass du Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast, oder? Ich hoffe sehr, dass du Jesus eingeladen hast. Er ist auferstanden. Er kann durch seinen Geist kommen in dir leben. Amen. Er kann dich zu einem Tempel des Heiligen Geistes machen. Zu einem wandelnden Tempel Gottes. Amen. Und wenn dein Gott in dir lebt und wenn du schöpfst aus der Quelle der Errettung, wenn du schöpfst aus der Quelle des Heiligen Geistes, der in dir lebt, dann hast du Recht. Immer. Dann weißt du, was Recht und was Unrecht ist. Dann hörst du eine Stimme und alles in dir macht
Und dann weißt du, dass da was nicht stimmt. Dann weißt du, dass der Mensch irgendwie nicht richtig ist. Dass da die tollsten Worte kommen können, aber dass da Lüge dahinter steckt. Das weißt du dann einfach. Warum? Weil der Heilige Geist in dir lebt. Halleluja. Also gestern habe ich diese Pläne bekommen mit all den Ideen, die wir wieder hatten. Halleluja. Und da habe ich zack, zack, Stück für Stück in kleine Stückchen zerlegt und ihnen klar gemacht. Und hinterher kam dann sogar der Hauptingenieur, ein Mann von 68 Jahren, der in Dubai gearbeitet hat, der für die größten Firmen gearbeitet hat, der hier die christliche Universität gebaut hat, die einzige, die wir haben im ganzen Land hier. Er kam dann und sagte, ja, sie hat recht, daran haben wir nicht gedacht. Es ist nicht heiß. Ich finde es immer so lustig. Es bin nicht ich, weißt du? Es bin nicht ich. Und der Herr kann solche Dinge tun durch mich. Warum? Weil ich ihm die Ehre gebe. Amen. Vielleicht hat der Herr versucht, solche Dinge mit dir zu tun und du hast dann sofort allen erzählt, wie toll doch du bist. Vielleicht ist es deshalb einfach nicht mehr weitergegangen. Vielleicht ist es deshalb, sind diese Wunder nicht mehr weitergegangen. Aber weißt du, der Heilige Geist möchte durch dich zeigen, dass er groß ist, dass er wunderbar ist. Halleluja. Und wir wollen euch einfach so eine Zusammenfassung zeigen, von was da hinten abgegangen ist. Was wir da hinten bauen jetzt, ach ja, das erzähle ich euch auch noch. Einige wissen schon, 1998 hat der Herr mich herausgefordert, ein ganz dickes Opfer zu geben. Ich habe damals nicht gearbeitet, viele Jahre schon nicht gearbeitet, weil ich einfach fürs Reich Gottes unterwegs war. Einfach für Jesus unterwegs war und kein Einkommen hatte. Und der Herr hat mich herausgefordert, 5.000, ich denke Euro schon damals, zu geben in ein Opfer von Morris Cirullo. Und ich habe versucht, wie und wo aus allen Ecken und Enden das zusammenzubringen und habe das Opfer reingesteckt in diesen Opferkorb. Und in dem Moment, wo ich es reingesteckt habe, kam die Stimme des Heiligen Geistes in mir drin und sagte, du musst Häuser bauen zu meiner Ehre. Jetzt ist unser Land hier ziemlich klein und wir dachten eigentlich, dass wir jetzt schon fertig gebaut haben. Und dann haben wir da unten so eine Küche gehabt, die gar nicht so sehr festgemauert war, so dünne Wände nur, so mehr oder weniger temporär. Und haben einfach solche, einfach solche Dachmetallteile da drauf getan als Dining Hall, also als Speisesaal für unsere ganzen vielen Studenten. Und es hat dann aber angefangen reinzuregnen und reinzutropfen und so weiter. Und jetzt haben wir das Temporäre abgerissen und sind dabei, ein Gebäude zu bauen hier. Und das vergrößert sich ständig. Das vergrößert sich ständig. Wir haben einen Plan und dann sagen wir, ach, das ist nicht so gut, das haben wir doch noch auch noch mit abgerissen und auch noch mit dazu reingetan. Ach, und dann können wir doch hier die Treppen statt innen reinbauen, wir die außerhalb, dann haben wir mehr Zimmer. Also wir sind von 22 inzwischen auf 29 Zimmer gekommen, Halleluja. Und dann haben wir den Raum oben, also ein neues Auditorium, haben wir gedacht, bis 500 bis 600 Leute und jetzt können da bis zu 800 Leute reinpassen. Also der Herr hat anscheinend große Pläne. Danke, Jesus. Die Pläne des Herrn sind immer größer und immer besser als das, was du dir gedacht hast. Halleluja. Und dann durfte ich heute am Geburtstag meiner Mutter vor Jahren haben wir dieses Land gekauft. 2006 könnte das gewesen sein. Jetzt haben wir 2018. Gerade wieder am Geburtstag meiner Mutter durfte ich die Fliesen aussuchen für die verschiedenen Räume, für den großen Speisesaal und für alles drum und dran. Gott ist sowas von gut. Er will dich setzen über Hohes. Er will, dass du herrschst über Nationen. Kannst du es einfach mal noch nachlesen? Halleluja, im 5. Mose 28, die ersten 14 Verse. Lies dir doch einfach noch mal nach, was Gott von dir will. Er will dich setzen hoch über alle Nationen auf der Erde. Er will, dass du den anderen leihst, dass du dir nie was leihen musst. Weißt du, Gottes Wort ist wahr, wahrhaftig, egal in welcher Nation du lebst. Halleluja, wir sind hier hauptsächlich von indischen Finanzen finanziert. Ich habe lang keine Newsletter mehr geschrieben und nichts mehr, was im Moment nicht so ungefährlich ist, aus dem Ausland auch Geld zu bekommen. Darum habe ich euch lange gar nicht mehr erlaubt, richtig schön hier mitzuarbeiten. Aber es bessert sich jetzt und ihr dürft jetzt tatsächlich hier wieder mitbauen. Halleluja! Also wer möchte jetzt gerade so zum Jahresende noch hier mitzubauen? Ihr seid jetzt willkommen, ihr dürft mitbauen und wir werden gucken, ja, dass der Herr das auf die richtige Art und Weise steuern kann. Amen. Ihr dürft hier mit einen Anteil haben. Wir haben jetzt gerade eben eine deutsche Schwester hier. Sie ist durchs Flüchebrechen gegangen, durch Seelenbindungsbrechen und durch die verschiedenen Heilungslehre und die verschiedenen Lehren, Heiliggeist, stille Zeit und so weiter, wie du einfach mit Gott lebst. Und sie kommt immer wieder und dankt mir immer wieder dafür, dass sie hier sein darf. Und weißt du, es hat mich so getroffen und so geschockt. Sie hat mir gesagt, sie hat in ihrem ganzen Leben
nie einen Tag gehabt, wo sie schmerzfrei war. Im ganzen Leben nie einen Tag, wo sie schmerzfrei war. Und sie kommt hierher und der Herr hat sie geheilt. Und sie kann tanzen mit den Leuten. Die Ärzte haben ihr gesagt, sie wird wahrscheinlich ihr Leben im Bett verbringen müssen, weil es gibt keine Heilung, keine Hilfe für sie. Und sie tanzt hier unten mit unseren Inderinnen. Sie freut sich, sie jubiliert, sie ist gesund. Sie hat keine Schmerzen zum ersten Mal in ihrem Leben. Und weißt du, was sie mir sagt? Das brauchen wir in Deutschland. Das brauchen wir in Deutschland, sage ich, ja, das wissen wir auch, aber das muss halt auch, das müssen halt ein paar Leute mehr als nur wir wissen, Halleluja. Okay, also, wir wollen euch einfach segnen und herausfordern. Du kannst tun, was der Herr von dir möchte, was der Herr für dich geplant hat. Du kannst einsteigen in das Leben, was er für dich will. Amen. Und du kannst genau, weißt du, wenn du Schritt für Schritt mit ihm gehst, ich denke mir so oft, Mensch, wenn ich damals diese 5000 nicht zusammengekratzt und ins Opfer getan hätte, hätte ich nie tun können, wäre das hier alles nicht am Entstehen. Würde es all diese Gebäude, in denen wir jetzt gerade wirklich den Herrn ehren dürfen, würde es gar nicht geben. Preis dem Herrn, dass ich auf seine Herausforderung eingegangen bin. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass du eingehst auf die Herausforderungen Gottes. Er hat Herausforderungen für dich. Er hat gute, große Pläne für dich. Halleluja! Und jetzt möchte ich dich einfach nochmal mit reinnehmen, dass du dir das Amos-Wunder anguckst und dann den Rest von unserem Rundgang. Ich habe einfach unsere Jungs mit zwei Kameras hinter mir herlaufen lassen und es wackelt halt manchmal ein bisschen und naja, ihr werdet sehen, die Technik ist nicht so genial, aber einfach, dass ihr einen Einblick bekommt, wie es bei uns zugeht und dass ihr euch herausfordern lasst, vielleicht mal zu kommen. Ich habe mich gerade überlegt, unsere Affen kommen eigentlich gar nicht mehr. Die Affen waren ein limitierender Faktor. Diese schönen Männchen mit den langen Zähnen, die haben dann einigen Leuten Angst gemacht. Aber die haben uns jetzt irgendwie vergessen und verlassen hier. Das ist ganz traurig, aber naja. Vielleicht trauen sich jetzt doch einige mehr zu uns zu kommen. Es geht spannend zu bei uns und ihr dürft mitkommen, ihr dürft mitbauen und vor allem, ihr dürft, sollt, müsst hineinkommen in Gottes Plan und Gottes Berufung für euer Leben. In Jesu Namen. Amen. Also genau wie Menschen, so haben auch Hunde verschiedene Arten, ihre Gefühle auszudrücken. Diese hier beißt mich immer am liebsten den Hintern. Monster! Hoppa. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie Paulus sagt, na, die Sorgen um die vielen Gemeinden, die täglich auf uns eindringen, das kann man hier auch sagen. Es ist nicht leicht jetzt gerade auch in dieser Atmosphäre, man darf nicht viel aussprechen hier. Also die Sorgen um die vielen Gemeinden, die dringen auch täglich auf uns ein. Und insofern ist es sehr gut und wichtig, dass wir hier viele Dinge bekommen, die uns zum Lachen bringen. Inklusive Hunde, die einen in den Hintern beißen. Halleluja. Und das sind eben einige unserer Arbeiter hier im Moment. Eigentlich dürfte ich hier so nicht rumlaufen, sondern ich müsste mich eigentlich schön zudecken. Aber es ist einfach viel zu heiß, um sich hier zuzudecken. Come, Madam. Come, Madam. Yeah, you don't bite me. Yes, you greeted me. Thank you. You already greeted me, no? You already greeted me, huh? Thank you. Okay, enough. Okay, thank you. Nati! Ja, und hier mussten wir eben noch ein neues Tor machen. You can just show the different sides up. Genau. Und hier geht's jetzt wieder weiter mit dem nächsten Bau. Unser Auditorium, ihr seht die vielen Stühle drin. Wow, wow, wow. Genau. Ach, Halleluja. Oh, very good. What's his name? Jiva. Jiva. Life. Very good. That's a very good name. Very difficult here. So many dogs, no? Is it difficult for him? To work here because of the many dogs, ask. Lele? He's not feeling well. Oh, why? 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 What happened? Fever, fever. Fever? In Jesus' name, no fever. He drank something? He's okay now? Yeah, he went to the hospital and took medicine. Oy, oy, oy. Ouch! Natty! Injection? Why? What kind of injection?
என்ன இன்ஜெக்ஷன் But this government hospital is very good, they said, yeah, no? Yeah. This government is better than the private. Ippol Nagark? Prachin? Ippol? Prachin Ele? Very good. Very good. Very good. Very good. Bless you. Thank you. Thank you. Very good. Huh? This is his own JCB. His own? Starting when he used to come, he used to, he had a dependent one. Yeah. Then working here and all, he says he had prosperity and now this is his own one. Ha! Ich weiß das alles gar nicht. Genau, können wir euch gleich weiter erzählen. Das sind die ganzen Zeugnisse, die hier kommen. Ich weiß es noch nicht einmal. Als er das erste Mal hierher gekommen ist, um bei uns mitzuarbeiten, hat er dieses JCB, wie heißen die Dinger? Raupen, denke ich mal. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Dieses Teil hier, dieses große gelbe Teil, hat er von irgendjemand anders das Teil gefahren. Also er war angestellt und nachdem er zu uns gekommen ist und hier für uns mitgearbeitet hat, hat er so einen Wohlstand erlebt, dass er sich dieses Teil selber kaufen konnte. TV-Programm, Germany TV-Programm. Ah, wow, what a miracle, hallelujah, Stotram, super, beautiful, very nice. And he keeps it clean, he keeps it nice. Very clean. Is he married? Aha, children? No. 7 months. Oh, seit 7 Monaten ist er verheiratet, also Kinder haben sie noch keins. Aber siehst du, das sind die vielen Zeugnisse von Leuten, die zu uns kommen und irgendwas für uns arbeiten. Und wenn die hier aufrichtig und ehrlich arbeiten, dann kriegen die einen solchen Segen ab. Also prophetische Dienste sind was ganz Interessantes, ne? Wenn Leute aufrichtig arbeiten, werden sie gesegnet, aber wenn sie das eben nicht tun, dann geht es auch in die andere Richtung. Ne? Oh, flop, flop. Jiva, Jiva heißt Leben. Super. Thank you. Bless you. Very good. Was ist jetzt das hier? I didn't know the green stuff. What is this? No, they for the cement bag. This is a used one. I know from this they used. Yeah, that is the one. Mm-hmm. No, for entrance is from here. From here? Okay, but the powerhouse we have from that side here, no? Also gut, hier haben wir jetzt eben unsere ganze Elektrizität mal endlich ganz, ganz sicher gemacht. Mit 2 Türen und mit richtig schönen Zuspann und allem drum und dran. Und alles gut getrennt. Und. Schaut doch alles ganz sauber aus hier endlich mal. Ne? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. But it should not be open when there are so many workers here. Hier, dass es auch schön kühl bleibt. Genau. Hier ist der andere Eingang. It should be locked. Why is it not locked? Check it. It should always be locked. Is it coming out? I am sweating. Could you check? Wow, ich liebe sie. Unsere tollen weißen, keine Ahnung, was ist ein Kranich? Nee. Wie heißen die Tiere? Ach, es kommen in großen Schwärmen. Kuhreiher, sowas ähnliches wie Kuhreiher, kommt in großen Schwärmen und fliegt immer über unsere Länder hier. Wunderschön. Das ist einfach traumhaft. Du machst die Augen auf und siehst genau an deinem Fenster vorbeifliegen solche Riesenschwärme da. Das ist manchmal ganz surreal. Ja, das sind unsere vornehmen Toiletten hier und unser vornehmer Generator. Und hier unser letzter übrig gebliebener. Uiuiui. Papi, no. No, Papi. Er ist älter geworden und hat jetzt eine etwas andere Stimme als früher. Wir haben uns früher immer sehr gut unterhalten können. Ja, genau. Und wir haben uns hier eine Zement-Mixmaschine herbringen lassen und wir tun jetzt mehr und mehr selber. Und hier haben wir unsere Küche abgerufen. Wow. Wow. Gewaltig. Die fliegen hin und her zwischen, wo sie tagsüber futtern und wo sie nachts sich dann verstecken und sicher schlafen am Seeufer. Wunderschön. Ja, genau. Einige davon sind unsere eigenen Jungs und andere sind, also das heißt unsere Schüler, die als freiwillige Arbeiter dann mit einer Weile da bleiben. Und andere sind einfach Arbeiter, die wir halt von draußen her angestellt haben.
Come on. Uiuiui. Ui, ui. Komm. Du, Tenny. Er hat seine Stimme verloren. Er hat wahrscheinlich schon zu viele Leute geschimpft hier. Ha? Arme Kerl, der Letzte, der uns noch übrig geblieben ist. Wir essen die nicht. Und die Dame hat sich belästigt gefühlt von den zwei Herren und ist zum Nachbarn ausgewandert. Tja, so schaut es im Moment bei uns aus. Mit unseren beiden schönen Toiletten. Und was wir hier bauen, wir haben hier unser temporäres Dach da. Und den Speisesaal abgerissen, der immer nur temporär gedacht war. Und auch ein kleines Küchengebäude, was eine ganz dünne Brick, wie heißt denn Brick auf Deutsch? Also dieses Zeug hier, Steine, nur eine Mauer ganz dünne, ohne großes Fundament. Das haben wir jetzt alles abgerissen und sind jetzt dabei, hier einen großen Speisesaal mit schöner Küche zu bauen. Im ersten Stockwerk 22 Gästezimmer und mit Toilette alles drum und dran. Und oben endlich, Gott sei Dank, eine schöne große Halle, in der wir unsere Gottesdienste, unsere Schulen vor allem wieder haben können, mit frischer Luft. Mit einem guten Luftzug, dass wir nicht so viel Klimaanlage brauchen. Ja, so wie wir das früher gehabt haben. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Unsere Schulen haben jetzt so um die 300, 400, 500 Leute. Und so groß werden wir jetzt da oben bauen. Gute 500 Leute werden da reinpassen, Schüler. Ja. Jehova Jireh, der Herr ist mit uns und er hat uns bis hierher geholfen und er wird uns auch weiterhelfen. Und das hier ist sehr gut, dass die Herrschaften sich anfreunden hier. Genau. Sehr gut. Nice, Papi. Good girl. Nice, Papi. Oh, Cutie. Dass die zu mir kommen, habe ich noch nicht erlebt. Huh? Very nice of you. Thank you. Gut. Sehr höflich. Gut. Und ihr dürft mitbauen. Ihr dürft mitbauen. Ihr seht, es geht immer lustig zu bei uns. Jetzt innerhalb von 5 Tagen fängt unsere Frauenschule an, die 14. 14th Bachelor, ne? 14. Ladies School 14. Die 14. Gruppe von unseren Frauenschulen fängt innerhalb von 5 Tagen an. Ja, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die normalen Wunder kennt ihr von uns, die sind wir schon gewöhnt. Man darf sich nie an Wunder gewöhnen. Aber jedes Wunder ist immer eine große Freude. Amen. Und dann tut der Herr auch immer wieder neue Dinge dazu. Amen. Und hier seht ihr unseren Campleiter und einen unserer Ingenieure. Und der Herr hat uns jetzt einen sehr erfahrenen, bestens ausgebildeten Ingenieur geschickt, der in vielen verschiedenen Bereichen mitgearbeitet hat. Und der auch wiedergeborener Christ ist, ein starker Mann ist und da ganz toll mitarbeitet. Heute Nacht um 11:30 war er, thank you, aha, nachts um 11:30 stand er mit dem Schlauch da und hat eben den Beton begossen, dass der auch gut sich setzen kann. Unsere Jungs haben Abend gegessen, nachts um 11:30 und dann ging das bis um 3 Uhr weiter, dass alles gesprengt werden musste. Aber jetzt erwarten wir die Regenzeit jeden Moment und dann wird der Regen selber hier unseren Zement schön festigen. Then, sir, are you happy? Are you happy? Denn ich diene dem Geist, so wie sein Vater.